Du möchtest mit einem Multipad zu deinem Style hinzuspielen, mit einer ganz speziellen Phrase eines Songs. Wie genau du das anstellst, das erkläre ich dir hier in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. In meinem heutigen Video soll es darum gehen, wie ich mit einem Multipad zu einem Style spiele, wo ich eine bestimmte Phrase eines Titels mir draufgelegt habe. Und zwar möchte ich genau diese Phrase aus einem MIDI-File mir herausziehen. Wie genau das funktioniert, das schauen wir uns jetzt am PC an. Und zwar gehen wir in das Programm Padmaker. Auf geht's! Ja, und am PC angekommen, öffnen wir das Programm Padmaker. Können uns jetzt ein MIDI-File heraussuchen. Ich gehe dazu mal in meine Datensicherung des Genos. Und ich möchte mir für dieses Beispiel hier den Song Beautiful Sunday heraussuchen. Und ich habe das vor uns am Keyboard schon mal probiert. Diese spezielle Einwurfphrase dieser Gitarre bei diesem Titel befindet sich auf Kanal 2. Und wir wollen einfach mal hier die Taktanzahl etwas erhöhen und schauen. So, wir haben also den Start auf Takt 3 und haben jetzt eine Taktlänge von 2 Takten eingegeben. Wenn wir das Ganze nochmal abspielen. Das soll uns schon genügen. Wir können jetzt hier den Hallanteil, den Anteil des Choruses, Brightness, Volumen möchte ich etwas lauter machen. Das Tempo können wir natürlich gleich noch ein bisschen höher setzen. So, wir möchten, dass es den Akkorden folgt, also Follow Chords, yes, aber wir möchten nicht, dass es wiederholt wird. Deswegen klicken wir hier auf No und das Ganze kopieren wir uns jetzt hier auf Pad 1. Wir bezeichnen Beautiful Sunday. Und das war es auch schon. Das Ganze können wir jetzt speichern. Und das war es auch schon am PC. Ja, wir können also nun dieses herauskopierte Stückchen aus dem MIDI-File auf unseren USB-Stick übertragen und gehen damit direkt ans Keyboard. Also auf an den Chinos. Ja, und da sind wir auch schon am Keyboard angekommen. Wir laden jetzt unser Multipad Beautiful Sunday hinein in unser Keyboard. Wir haben also jetzt hier in unserem User-Laufwerk den Ordner Multipads, eigene Multipads und hier unser Beautiful Sunday. So, das Ganze können wir natürlich jetzt in einen entsprechenden Rhythmus einbinden. Ich habe jetzt hier das Uptown 8-Beat-Muster genommen.
mit Tempo 130. Nun möchte ich während den Spielen natürlich unser Multipad auf ein Fußpedal legen, deswegen drücken wir hier Direct Access. Drücken den Fußschalter und sehen schon, dass wir hier auf Fußschalterpedal 2 unser Multipad 1 auf die Startfunktion gelegt haben. Das Ganze binden wir jetzt in eine Registrierung ein und somit können wir dann den Titel natürlich auch spielen. Ja, so kann man sich also mit dem Programm PadMaker sein eigenes Multipad erstellen, indem man aus einem MIDI-File einen kleinen Teil sich herauskopiert. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Rico.